Ich begrüße euch alle recht herzlich und freue mich, dass ich euch heute ein bisschen etwas über das Thema Löhne und Gehälter erzählen kann. Erinnert ihr euch an meine Folge Sozialsystem und daran, wer Löhne und wer Gehälter bekommt? Nein? Wieso nicht? Na gut, ausnahmsweise eine kleine Wiederholung, aber gleich ein bisschen detaillierter. Gehalt, so nennt man meistens das Geld, das Angestellte bekommen. Man bekommt das festgesetzte Grundgehalt monatlich ausbezahlt, unabhängig davon, ob man viel oder wenig gearbeitet hat. Das Gehalt ändert sich nicht. Überstunden werden normalerweise in Form von Zeitausgleich abgegolten, also nicht ausbezahlt. Dies nennt man Gleitzeit. Man kann also früher gehen oder später kommen, je nach Anforderung. Somit bekommt man immer sein Grundgehalt, auch wenn man krank ist oder auf Urlaub geht. Übrigens, in Österreich beträgt der Urlaubsanspruch pro Jahr 5 Wochen. Die meisten Leute nehmen sich 3 Wochen im Sommer und 2 im Winter. Aber man kann dies frei mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Wie sieht das beim Lohn aus? Lohn. Der Lohn richtet sich nach den tatsächlich geleisteten Stunden bzw. der Arbeitsleistung. Der Lohn kann somit unterschiedlich hoch sein, da es manchmal je nach Auftragslage des Unternehmens variiert. In den meisten Fällen werden Arbeiter nach dem Lohnprinzip bezahlt. Worin wird nun aber geregelt, ob man einen Lohn oder ein Gehalt bekommt? In Österreich steht alles im sogenannten Kollektivvertrag. In Deutschland findet man die Angaben im Tarifvertrag. Und in der Schweiz heißt es Gesamtarbeitsvertrag. Ja gut, aber was steht da drinnen? Der Kollektivvertrag beinhaltet die Regelung des Mindestlohns, des Grundgehalts, der Arbeitszeit und anderer Vereinbarungen. Es ist ein Vertrag zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber. Die gesetzliche Basis dafür ist das Arbeitsverfassungsgesetz. Alles verstanden? Ja, es ist ein kompliziertes Thema. Aber im Kollektivvertrag sind auch Sonderzahlungen festgehalten. So zum Beispiel, dass man in Österreich in bestimmten Branchen 14 Monatsgehälter bekommt. Wie geht das? Wo es doch nur 12 Monate gibt? Kurz vor dem Sommer, meistens im Juni, hat man Anspruch auf Urlaubsgeld. Das wäre dann gewissermaßen das 13. Gehalt. Vor Weihnachten, in vielen Fällen im November, erhält man dann das 14. Gehalt, das sogenannte Weihnachtsgeld. Ich freue mich immer sehr über das Weihnachtsgeld, da ich dann Geschenke für meine Familie und meine Freunde kaufen kann. Ich wünschte, ich würde immer das Bruttogehalt ausbezahlt bekommen und nicht das Nettogehalt. Erinnert ihr euch an meinen Gehaltszettel? Also nur ganz kurz. Es gibt das Bruttogehalt und das Nettogehalt. Vom Bruttogehalt wird die Sozialversicherung abgezogen und auch die Lohnsteuer. Das, was übrig bleibt, ist dann der Nettobetrag, der dann auf das Konto überwiesen wird. Wie ist das jetzt aber, wenn man nicht angestellt ist, sondern selbstständig arbeitet? Dann arbeitet man natürlich selbst und ständig, nämlich immer. Aber Spaß beiseite. Prinzipiell kann man Arbeit in 2 Gruppen teilen. Unselbstständige Arbeit, selbstständige Arbeit. Als unselbstständige Arbeit bezeichnet man es, wenn jemand Arbeiter oder Angestellter ist.
Man muss sich nicht um die Bezahlung von Steuern und Abgaben kümmern, da alles bereits im Vorhinein vom Lohn bzw. vom Gehalt abgezogen wird. Einmal pro Jahr kann man einen sogenannten Lohnsteuerausgleich machen. Dann bekommt man meistens ein bisschen Geld vom Finanzamt zurück. Das ist toll. Aber warum kriegt man eigentlich Geld zurück? Nun, die Lohnsteuer wird so berechnet, als hätte man das ganze Jahr über gleich viel verdient. Dies ist aber nicht immer so und dann hat man möglicherweise zu viel Lohnsteuer bezahlt. Diese holt man sich mit dem Lohnsteuerausgleich zurück. Alle Infos dazu gibt es unter www.finanz.at. Aber was ist denn nun mit unseren armen Selbstständigen, die selbst und ständig arbeiten? Selbstständige Arbeit. Als selbstständige Arbeit bezeichnet man es, wenn jemand beispielsweise eine eigene Firma hat. Dann ist diese Person selbst dafür verantwortlich, Sozialversicherung zu bezahlen. Dazu kommen dann noch Einkommens- und Umsatzsteuer. Man sollte sich also sehr genau überlegen, ob man wirklich eine eigene Firma gründen möchte, da die Gesetze für Klein- und Mittelunternehmer nicht besonders freundlich gestaltet sind. Aber möglich ist natürlich alles. Leider kann ich euch, was Löhne und Gehälter betrifft, keine Zahlen und Beträge nennen, da sich die Gesetze und Bestimmungen laufend ändern. Aber hier noch ein paar interessante Links. www.arbeiterkammer.at, www.finanz.at, www.wko.at, www.migration.gv.at, www.bmf.gv.at. In Österreich können natürlich auch Frauen selbstständig arbeiten, Firmen gründen oder ein Geschäft führen. Denn alles, was Männer dürfen, dürfen bei uns auch Frauen. Das nennt man Gleichberechtigung. Tja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, viel Erfolg bei euren Prüfungen. Liebe Grüße aus Österreich bzw. aus Wien. Ciao.